HTC hat hier in New York eine neue Kamera vorgestellt, die ganz anders aussieht als das, was man sonst von normalen Kameras kennt. Wir haben uns mal angeschaut, was das Ding kann. So, das ist sie, die HTC Re, die neue, ja, was soll man sagen, Actionkamera, trifft es nicht richtig. Eher eine Art Alltagskamera mit dieser sehr ungewöhnlichen Form, die wie so ein Periskop, so ein U-Boot-Rohr aussieht. Oben hier sehen wir die eigentliche Kamera, die wahlweise mit 12 oder 16 Megapixel, je nach Bildseitenverhältnis, aufnimmt. Wenn man sie anfasst, dann geht sie an. Und im Prinzip gibt es ja nur ein bis zwei Knöpfe. Hier oben, wenn ich hier einmal kurz drücke, hört man, dann wird ein Foto geschossen. Wenn ich jetzt etwas länger drauf drücke, dann beginnt die Full-HD-Videoaufnahme. Da sieht man auch hier am blinkenden LED-Zeichen. Oben ist kaum zu sehen, eigentlich ein Mikrofon noch eingebaut. Das nimmt also auch den Ton mit auf. Und unten ist ein Micro-USB-Anschluss, unter anderem auch zum Laden. Und wenn ich jetzt hier die Klappe aufmache, dann sehe ich auch hier, steckt eine Micro-SD-Karte drin. Ab Werk mitgeliefert ist eine 8 GB-Karte, aber es sollen dann auch Karten bis 128 GB möglich sein. Ja, also das sind schon die wesentlichen Funktionen. Ja, ein Gimmick gibt es noch, nämlich hier ist eine Taste. Das aktiviert jetzt die Zeitlupenfunktion. Und da wird dann kein Full-HD, sondern nur einfacher HD, also 720p-Aufnahme vorgenommen. Dafür dann aber mit etwas über 90 Frames pro Sekunde. Das heißt, das ist dann für eine Zeitlupe auch ausreichend, eben dass die mehr Bilder pro Sekunde aufgenommen werden, sodass man nachher dann keine Ruckler im Bild hat, auch wenn man eine Zeitlupenfunktion hat. So, das war es eigentlich schon. Jetzt kann ich im Prinzip das Ding hinstellen irgendwo an der Stelle und das nimmt also fröhlich den ganzen Tag weiter auf. Das kann vielleicht eine Schulaufführung im Theater sein, eine Verkehrskreuzung, ein Fußballspiel. Richtig spannend wird es aber erst jetzt, wenn wir hier das Desire Eye dazu nehmen. Hier habe ich nämlich eine App und damit kann ich das Ganze also auch fernsteuern. Das stellt jetzt erstmal hier eine Verbindung her. So, und jetzt sehe ich sozusagen schon hier, was so passiert. Und jetzt kann ich im Prinzip diese Kamera auch jemand anderem geben. Gebe ich mal eben Herrn Nappenbach von HTC und der läuft dann hier durch die Gegend, dann sieht man es. So, da habe ich hier den Viewfinder, da habe ich hier noch weitere Kameraeinstellungen, also die Videoauflösung, eben 1080p mit 30 Frames oder 720p, Fotoauflösung auch 16 bis 8,3 Megapixel. Interessant ist natürlich auch noch Ultraweitwinkel, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel filmen würde, dann würde ich den wahrscheinlich nehmen oder eine größere Gruppe. Im Moment ist es so, dass die Videodaten auf das Handy überspielt werden. In Zukunft soll es aber auch möglich sein, dass die sozusagen direkt per WLAN dann in eine Cloud zu G-Drive oder Dropbox hochgeladen werden. Im Moment baut die Kamera die Verbindung zum Handy über Bluetooth 4.0 auf. Die Übertragung selbst erfolgt dann über WLAN per Wi-Fi direkt Status. So, jetzt können wir mal sehen, ob es jetzt im Weitwinkel sieht man schon so ein bisschen, dass jetzt hier der ganze Raum drauf ist. Ja, also es ist eine ganz neue Art zu fotografieren. Im Prinzip ist es nämlich so, dass man für die Aufnahmen selber eben mal das Gerät weglegt, zur Seite legt und nur diese Kamera dabei hat. Das heißt, man kann zum Beispiel bei Konzerten die auch einfach hochhalten und filmen, ohne dass man ständig so einen riesigen Monitor vor der Nase hat. Man kann die irgendwo hinstellen und aus der Ferne auslösen. Es ist eben ein bisschen alltagsnäher als jetzt diese extremen Sportkameras. Und ja, bin gespannt, was dabei rauskommt an Nutzung. Es ist auf jeden Fall erstmal eine neue Art von Kamera. HTC will kein reiner Smartphone-Hersteller mehr sein und hat hier in New York eine innovative kleine Alltagskamera vorgestellt, die in ihren Funktionen und im Konzept durchaus zu überzeugen weiß. Die Frage ist nur, wer will überhaupt 199 Euro für eine Kamera ausgeben, die keinen Bildschirm hat und insofern dann doch ganz anders ist als das, was man bisher kennt. Für HTC ist das keine Frage mehr. Sie haben schon angekündigt, jetzt mit weiteren Wearables auf den Markt zu kommen. Insofern wird da noch mehr kommen, was nicht Smartphone ist.